Beratung des Antrags der Fraktion der AfD mit dem Titel Die weiteren Verhandlungen zur Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems im deutschen Interesse führen, mit dem Ziel einer deutlichen und dauerhaften Reduzierung der Asylmigration. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Ich bitte, zügig Platz zu nehmen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Gottfried Curio für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Dieser Tage verhandelt die EU eine Neugestaltung des gemeinsamen europäischen Asylsystems. Prominent diskutiert werden Außengrenzverfahren für Migranten aus Herkunftsländern mit niedriger Anerkennungsquote. Nicht die größte Gruppe, was die Maßnahme wenig effektiv macht. Sowie eine Solidaritätsmechanismus genannter Strafzahlung für Länder, die sich nicht an der Aufnahme illegaler Migranten beteiligen. Die bekannte Brüsseler Unkultur der Anmaßung. Wir brauchen aber weder Auseinandersetzungen über Mikrostellschrauben noch die Übergriffigkeiten der EU. Was wir brauchen, ist ein Ende dieser ganzen künstlich forcierten Völkerwanderung, meine Damen und Herren. Im Dublin-III-System war der jeweilige Erstzutrittsstaat zuständig für die Asylanträge, eine Regelung, die die Union unter Merkel in handstreichartigem Rechtsbruch zerstörte, mit der katastrophalen Folge offener Grenzen. Seitdem begeben sich Migranten gezielt nach Deutschland. Italien und Griechenland unterlassen die Registrierung gleich ganz, verweigern auch die Rücküberstellung. Und Deutschland trägt die Hauptlast dieses ganzen Wahnsinns mit sich ständig weiter verstärkender Tendenz durch zusätzlichen Familiennachzug zu den schon hier Gelandeten. Dabei ist der Krieg in Syrien bis auf Randgebiete seit Jahren beendet. Es braucht jetzt die Rückkehr von 1 Million Syrern und nicht deren Einbürgerung. Schluss mit der fortgesetzten Vorgaukelung einer Schutzbedürftigkeit, unbekümmert um die Folgen für unser zerstörtes Bildungssystem, das Desaster bei der inneren Sicherheit mit überproportionaler Zuwandererkriminalität bei Gewaltdelikten, unbekümmert um die jährlich 50 Milliarden, die da verschleudert werden, den kollabierenden Wohnungsmarkt und schon gar um die kulturelle Identität unserer Heimat. Wer es noch irgend gut meint mit Deutschland, muss diese künstlich forcierte Masseneinwanderung beenden, meine Damen und Herren. Die in Brüssel vorgesehenen Neuregelungen leisten aber nichts für die nötige Reduzierung des Zustroms. Deshalb fordern wir, die europäische Binnenmigration zu verhindern, mehrfach Asylanträge auszuschließen, einen fristfolgenden Zuständigkeitsübergang auf Deutschland grundsätzlich zu beenden, allein im ersten Halbjahr 15.000 Fälle und die Klarstellung, dass Asylbewerber aus Asien und Afrika ihr Schutzbedürfnis vorzugsweise in heimat- und kulturnahen Regionen erfüllt bekommen können, jedenfalls in sicheren Ländern auf ihrem Kontinent, die sie auf ihrem Weg ins weit entfernte Deutschland zahlreich durchqueren. Weiterhin die zwingende Aufenthaltsbeendigung bei Wegfall etwaiger Fluchtgründe, Syrien, oder bei der Unsitte des Heimaturlaubs, was vorgebliche Fluchtnotwendigkeit entlarvt. Nur ein grundlegendes Umsteuern wird den leider gewollten Migrationssturm stoppen. Und nur mit der AfD gibt es dafür eine parlamentarische Mehrheit, meine Damen und Herren. Für all das braucht es auch ein Ende der grundsätzlichen Fehlfokussierungen in der Migrationsdebatte. Erstens handelt es sich oft nicht um Flüchtende, nach Durchquerung von sicheren Drittstaaten schon gar nicht, oft nicht mal bei Verlassen des Herkunftslands. Viele Migranten geben selbst ganz offen das Wohlstandsgefälle als Grund an. Dann zweitens das Märchen der guten Seenotretter. Die ausländischen Schleuser sind Dienstleister ihrer absichtsvoll handelnden Kunden, die für hiesige lebenslange Vollversorgung ein paar Tausender vorschießen. Die deutsche Schleuserflotte betreibt keine Seenotrettung. Das wäre Verbringung in den wenige Kilometer entfernten nächsten sicheren Hafen an der afrikanischen Küste statt ins hunderte Kilometer entfernte Lampedusa. Schluss auch mit der Lebenslüge der Herstellbarkeit von Integration. Die Kodifizierung von Verhaltensnormen, etwa im Grundgesetz, ist immer nachträgliche Zusammenfassung von gewachsenen Realitäten.
Die Idee, zu deren Befolgung jemanden aus einer anderen Kultur kurzfristig erfolgreich anleiten zu können, ist ein Kategorienfehler. Solche Kulturcodes werden langfristig durch unbewusste Übernahme vom Verhalten aus dem gesellschaftlichen Umfeld angenommen, mitnichten durch eine lediglich rationale Kenntnisnahme ihrer kodifizierten Form. Die Idee, Frauenverachtung oder übersteigerte männliche Ehrbegriffe oder eine positive Konnotierung ausgelebter Gewaltbereitschaft seien zu korrigieren durch eine Grundgesetzüberreichung oder einen Integrationskurs, ist von absurder Lebensferne, meine Damen und Herren. Und schon gar nicht darf es immer wieder nur darum gehen, wie man illegale Zuwanderermassen lediglich organisatorisch durchs System laufen lässt, sei es mit Schuldengeld oder zweckentfremdeten Turnhallen und Hotels. Nein, die Ströme selbst sind zu verhindern. Dafür braucht es die Beseitigung sämtlicher Anreize hierzulande, eine möglichst konzertierte Aktion in Europa. Immer mehr Staaten verstehen das. Nur Deutschland ist der Geisterfahrer, der alle anderen zu seinem Irrweg meint, bekehren zu sollen. Deshalb braucht es ein entschiedenes Umsteuern, das wirklich die Interessen unserer Bürger vertritt. Ihr Asyl gefunden haben diese bedrohten Interessen bei der AfD. Ich danke Ihnen. Das Wort hat Hakan Demir für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte. Das steht in Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union. Das sind nicht nur Worte, sondern das sind unsere Werte, wonach wir uns alle richten müssen. Und wir sind bei dem Abschluss des gemeinsamen europäischen Asylsystems in diese Richtung unterwegs. Am 18.12. gibt es dazu noch mal einen Trialog. Mir ist aber auch natürlich bewusst, dass die mehr als 11 Gesetzesvorhaben mit mehr als 500 Seiten nicht perfekt sind. Sie sind ein Kompromiss zwischen sehr unterschiedlichen Interessen in der EU. An der einen oder anderen Stelle versucht unsere Bundesregierung im Europaparlament noch etwas rauszuholen. Wir wollen, dass Kinder zum Beispiel nicht in ein Grenzverfahren kommen. Wir wollen, dass Menschen nicht in Länder zurückgeführt werden, zu denen sie keine Verbindung haben. Wir haben uns für ein starkes Verbindungselement eingesetzt. Und das, was noch nicht Thema in diesen Verhandlungen ist, wir brauchen weiterhin eine europäische Seenotrettung, damit das Sterben im Mittelmeer endlich endet. 2000 Menschen sind dieses Jahr schon gestorben, und das ist zu viel. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Schutz für Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen, ist eine gemeinsame Menschheitsaufgabe. Die Vision der rechtsextremen AfD ist eine Abkehr von der europäischen Verantwortung, Teil dieser Menschheitsaufgabe zu sein. Sie würde am liebsten die Augen verschließen, sich abschotten, jede Verantwortung von sich weisen. Das ist aber der falsche Weg. Wir sollten die Rolle Europas bei dieser Aufgabe nicht über- und nicht unterbewerten. Nicht überbewerten sollten wir die Zahl der Geflüchteten, die in Europa aufgenommen wurde oder nach Europa kommt. Die Hälfte der Menschen, die ihre Heimat verlieren, findet Schutz in anderen Landesteilen des eigenen Landes. Die AfD fordert, dass Geflüchtete vor allem in Nachbarländern aufgenommen werden sollen, offensichtlich in Unkenntnis der Fakten, denn bereits jetzt leisten die Nachbarländer, vor allem Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen, den Großteil der Aufnahme. Das ist überall so, ob bei der Flucht aus Syrien, aus Afghanistan oder Venezuela. Wir sollten die Rolle der EU aber auch nicht unterbewerten. Die EU ist weltweit Vorreiter für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Die EU ist ein wirtschaftliches Erfolgsmodell, ein historisch beispielloses Projekt des Zusammenhalts zwischen 27 Staaten, die gemeinsam für Freiheit, Demokratie und Menschenwürde einstehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Ljuba fliehen muss, weil russische Bomben auf ihre Stadt fallen, wenn Mamun fliehen muss, weil der Diktator Assad die demokratische Opposition unterdrückt, Menschen foltern lässt und das Land in einen Bürgerkrieg stürzt, wenn Sarah fliehen muss, weil es in ihrem Land als Verbrechen gilt, als Frau ein selbstbestimmtes Leben zu führen und für Menschen in Haft seine Stimme zu erheben, dann haben sie nur eine Chance, das Recht auf Asyl. Und das bieten wir.
Ziel der GEAS-Reform muss es daher immer sein, das europäische Asylsystem neu zu ordnen und die Verantwortung auf mehr Schultern zu verteilen und dabei ganz klar zu bleiben, dass Europa zum individuellen Recht auf Asyl steht und jede schutzsuchende Person Zugang zu einem fairen und im Zweifel juristisch anfechtbaren Verfahren hat. Daher noch einige Worte zu sicheren Drittstaaten. Die AfD will Menschen in Drittstaaten bringen, zu denen diese gar keine Verbindung haben. Mal abgesehen von der menschlichen Dimension, warum sollten Staaten außerhalb der EU einem der wohlhabendsten Teile der Welt seine Verantwortung abnehmen? Zu Grenzverfahren. Machen Sie sich nicht zu viele Hoffnungen, dass die Probleme des europäischen Asylsystems durch Grenzverfahren alle gelöst werden. Grenzverfahren können in der Theorie ein Ort für schnelle und effiziente Entscheidungen sein. Ich war auf Kurs und habe gesehen, dass das nicht immer so sein muss. Zu der Obergrenzenthematik, das ist auch klar hier im Inland und auch auf der europäischen Seite. Was machen Sie eigentlich, wenn eine Person zusätzlich dazukommt über der Obergrenze und sie hat Recht auf Anerkennung, bekommt eine Anerkennung als geflüchtete Person? Deshalb funktioniert das Konzept der Obergrenze nicht, wenn wir es ernst meinen mit den Menschenrechten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe es am Anfang gesagt, es ist ein schöner Satz. Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte. Zeigen wir, dass wir das auch bei der Reform des gemeinsamen europäischen Systems, Asylsystems erfüllen und stellen wir uns gegen die falschen Vorschläge der AfD. Dankeschön. Für die CDU-CSU-Fraktion hat der Kollege Detlef Seif das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Angesichts der hohen Asylbewerberzahlen und überlasteten Kommunen ist der Beschluss des SPD-Bundesparteitags zur Migrationspolitik realitätsfern und sendet das völlig falsche Signal. Dem Herrn Thome kommt dieser Satz bekannt vor. Der stammt nämlich von ihm und Ihnen ist vollkommen recht zu geben. Aber lassen wir uns nicht täuschen, Herr Thome. Die FDP hat in den vergangenen beiden Jahren an den verkorksten Beschlüssen zur Migrationspolitik mitgewirkt. Durch das sogenannte Chancenaufenthaltsgesetz bekommen Personen, die uns jahrelang über ihre Identität getäuscht haben, ein Aufenthaltsrecht. Obwohl die Plätze in Integrationskursen und Sprachkursen sehr begrenzt sind und durch ihre Kürzungen im Haushaltsbereich noch begrenzter werden, haben Sie Personen ohne Bleiberecht hier die Kurse geöffnet. Und die FDP behauptet, und das ist die Krönung des Ganzen, das hört sich natürlich auch gut an, das kanadische Modell wäre umgesetzt worden im Bereich des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes, Punktesystem. Herr Thome, was Sie gemacht haben, ist durch Punkte zu ermöglichen, dass Leute ohne Qualifikation und ohne Sprachkenntnis hier nach Deutschland kommen. Das hat nichts mit dem kanadischen Modell zu tun. Und bei der Einstufung sicherer Herkunftsstaaten erinnern wir uns, Sie waren zunächst lange Zeit zögerlich. Und dann haben Sie sich letztlich nur auf Moldau und Georgien begrenzt. Was ist mit Tunesien, Algerien, Marokko, Indien? Und der Präsident des BAMF hat auch noch weitere Ideen. Hier müssen Sie tätig werden. Monatelang, da erinnern wir uns auch dran, haben Sie sich den Vorschlägen der Union versperrt, stationäre Grenzkontrollen auch zur Schweiz, zu Tschechien und nach Polen durchzuführen. Wir sehen doch, wie erfolgreich das jetzt ist. Der Bundeskanzler sprach in seiner Regierungserklärung davon, dass das Abkommen mit der Türkei wieder aufgenommen werden muss. Ja, worauf wartet er denn, dass ein gebratener Truthahn in seinen Mund fliegt? Er hat Führungskraft zu beweisen. Er muss Strategie, Handeln und Einsatz zeigen. Also, Herr Bundeskanzler, wo ist Ihre Initiative für neue Verhandlungen mit der Türkei? Warum finden mit Kirgisistan und Usbekistan Verhandlungen zu Migrationsabkommen statt, anstatt die zuwanderungsstärksten Länder in den Blick zu nehmen, wie den Irak?
Wo bleibt das klare Signal der Ampel und insbesondere des Bundeskanzlers, dass unsere Leistungsgrenze schon seit langem überschritten ist? Wann kommt in der aktuellen Lage denn endlich die Einstellung der freiwilligen Aufnahmeprogramme? Und wann beenden Sie den Familiennachzug in der jetzigen Form, anstatt ihn ausbauen zu wollen? Damit Sie es auch verstehen, Frau Polak. Wir sehen, unabhängig vom gemeinsamen europäischen Asylsystem gibt es viel zu tun, viele Maßnahmen. Vor allem sind Maßnahmen, die das Migrationsgeschehen noch verstärken, zu unterlassen. Und da gehört auch die Turbo-Einbürgerung dazu. Europäisch ist ein neuer Ansatz gefragt. Nur die grundsätzliche Verlagerung von Asylverfahren in sichere Drittstaaten, wie jetzt auch der Entwurf des CDU-Grundsatzprogramms das vorsieht, wird die irreguläre Migration nach unten bringen. Die aktuellen GEAS-Verhandlungen sehen ja nur vor, dass nach Ablehnung eines Asylantrags die Personen in einen sicheren Drittstaat verbracht werden können. Das wird nichts nutzen. Deshalb verfolgen Sie das Prinzip der sicheren Drittstaaten. Asylanträge sind nur dort durchzuführen. Und ich sage Ihnen eins, sollte die jetzige Bundesregierung dazu nicht in der Lage sein, wird die nächste unionsgeführte Bundesregierung das mit Nachdruck angehen. Vielen Dank. Das Wort hat Julian Palke für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte demokratische Abgeordnete, das europäische Projekt hat 2012 zu Recht den Friedensnobelpreis bekommen. Ob es gerade einen zweiten bekommen würde, das würde ich ehrlich ganz offen bezweifeln. Die Entrechtung von Geflüchteten an den Außengrenzen ist brutaler Alltag in dieser Europäischen Union. Pushbacks, Verantwortungslosigkeit der Mitgliedstaaten und eine EU-Kommission, die sich blind und taub stellt. Bei allen Schwierigkeiten, die das jetzige System der EU hat, bin ich überzeugt, dass mit der Reform alle Probleme der EU weiter ungelöst bleiben. Weitere Entrechtungen führen nicht zu weniger Geflüchteten, sondern nur zu mehr Leid. Aber mindestens so problematisch wie diese Reform ist die vergiftete Debatte über Flucht und Migration. Und am Jahresende, als einer der letzten Redner im Bundestag in diesem Jahr, da finde ich, da muss man auch schon mal ein bisschen zurückschauen, was eigentlich alles gesagt wurde in der Debatte und wie manche dabei auch nach rechts abgerutscht sind. Da ätzt Friedrich Merz gegen ukrainische Geflüchtete, sie seien, und ich zitiere, das schlechteste Beispiel, um von gelungener Integrationspolitik zu sprechen. Über junge Menschen mit Migrationsgeschichte sagt der Parteivorsitzende einer christlichen Partei, das seien kleine Paschas. Thorsten Frey möchte gerne das Asylrecht abschaffen, weil er nur noch Fachkräfte nach Deutschland lassen möchte. Jens Spahn geht da noch ein bisschen weiter und spricht davon, Zitat, er möchte auch gerne physische Gewalt anwenden. Das ist etwas, das habe ich bis jetzt nur von den Antidemokraten am ganz rechten Rand in diesem Hause gehört. Mit Merz an der Spitze kommen die 90er zurück und damit die Rhetorik von 92 und die gefährliche Zuspitzung wie vor Rostock-Lichtenhagen. Mag sein, dass einige in der Union es nicht verkraften, gerade mal nicht zu regieren. Aber wer so redet, der wird diese perfide Logik, diese Entmenschlichung nur mit der AfD umsetzen können. Herr Merz, fliegt doch langsam, aber sicher der eigene Laden auseinander, weil es selbstverständlich reichlich gescheite Leute in der Union gibt. Diejenigen zum Beispiel bei Ihnen, die das Chancenaufenthaltsrecht eigentlich ganz okay finden oder die sich für humanitäre Hilfe für Geflüchtete in Krisengebieten einsetzen. Ehrlich, danke an diejenigen bei Ihnen, die dazu noch stehen. Aber Friedrich Merz hat sich doch selbst als Kanzler längst ins Ausgeschossen. Spätestens seit er sich nicht als Flugzeug bezeichnen lassen will, aber bis er mit seiner Kanzlerkandidatur intern bei Ihnen scheitern wird, muss der Parteivorsitzende wenigstens eine letzte Linie ziehen und halten, nämlich dass es niemals eine Zusammenarbeit zwischen der Union und der AfD geben kann. Das ist mein großer Wunsch für das nächste Jahr. Herzlichen Dank. Das Wort hat Stefan Thomé für die FDP-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Ich finde ja, der Antrag der AfD wäre nicht unbedingt notwendig gewesen. Aber da wir schon mal hier dabei sind und Herr Seif Sie auch ein paar Punkte unserer bisherigen Reaktion natürlich angesprochen haben, will ich doch auf diese Punkte eingehen und darauf erwidern. Denn es ist, finde ich, schon unübersehbar, dass wir vor allem seit der Zeitenwende wegen des Ukraine-Krieges auch in der Migrationspolitik entscheidende, wichtige Maßnahmen ergriffen haben. Das ist nun nicht so, dass man in der Migrationspolitik wie ein Wasserhahn das Wasser auf- und zudrehen kann. Da müssen Maßnahmen schon auch erst mal wirken und müssen greifen. Aber wissen Sie, ja, ich will schon auch mal sagen, dass wir schon auch zu unserer humanitären Verantwortung stehen, dass wir schon unsere verfassungsrechtlichen, europarechtlichen, völkerrechtlichen Pflichten wahrnehmen und ernst nehmen. Das ist schon auch ein wichtiger Punkt. Aber richtig ist schon eines: Nicht jeder, der zu uns kommt, zu uns kommen will, hat auch einen Anspruch darauf, hier bei uns zu bleiben. Und deswegen kommen schon einige Maßnahmen jetzt zusammen, die ich noch mal so ein bisschen aufzählen will, weil Sie es auch so ein bisschen in falsches Licht gerückt haben, wie ich finde. Das Thema Chancenkarte, Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Es ist ja nicht so, dass wir nur Akademiker bräuchten. Wir brauchen auch ganz viele Menschen in unserem Land, die berufspraktische Erfahrungen mitbringen, die in der Hotellerie, Gastronomie, als Erntehelfer, als Saisonarbeiter mitwirken können. Das sind ja auch wichtige Punkte. Deswegen sind es ganz wichtige Verbesserungen gewesen. Oder jetzt beschwert sich, dass wir nur zwei neue sichere Länder erklärt hätten, Georgien, Moldawien. Aber immerhin, in Ihrer Zeit ist es nicht geschehen. Deswegen ist es ein großer Erfolg, dass wir zwei neue Länder als sicher eingestuft haben. Oder, was Sie auch ansprachen, dass es viele Menschen hier bleiben dürften, deren Identität ungeklärt ist. Nein, der Chancenaufenthalt ist für solche Menschen, die Identität klären und die dann hier eben seit 15, 16 in Deutschland sind, seit 7, 8, 9 Jahren, nicht abgeschoben werden können und endlich dank des Chancenaufenthalts mal in Arbeit kommen können. Das sind schon ganz wichtige Punkte, wie ich finde. Und deswegen finde ich Ihre Kritik nicht berechtigt. Migrationsabkommen, auch das ist ein wichtiger Punkt, der jetzt auf den Weg kommt. Und zuletzt, was ich auch unredlich finde, was Sie immer ansprechen, die Turbo-Einbürgerung. Wissen Sie, unser Land ist momentan unattraktiv für Arbeitskräfte, die hierher kommen wollen, um hier zu arbeiten. Wenn wir attraktiver werden wollen für Arbeitskräfte Einwanderung, dann müssen wir auch ein attraktives Angebot zur Einbürgerung machen. Und was wir verhindern, und das ist auch ein wichtiger Punkt, ist, dass Straftäter und Antisemiten Deutsche werden können. Also wichtige Punkte, die, glaube ich, zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Aber eigentlich wollten wir über das GEAS sprechen, über das gemeinsame europäische Asylsystem. Hier gilt, es kann nicht auf Dauer offene Binnengrenzen in Europa geben, wenn die Außengrenzen Europas nicht gründlich kontrolliert werden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt nach vielen Jahren die Chance haben, dieses gemeinsame europäische Asylsystem zu reformieren. Seit 2014 klemmt das, kommt nicht voran. Und jetzt ist es endlich mal vor der Europawahl 2024 so weit, dass wieder Bewegung in den Apparat kommt, auch dank dieser Bundesregierung. Und das ist ein wichtiger Punkt. Das sollten wir uns nicht madig reden lassen, sondern es ist wichtig, dass wir hier jetzt eine ganze Reihe, etwa 10, je nach Zählweise, 10 oder 11, wo man Unterpunkte mit separat zählt, weiter verhandeln. Punkte, die seit 2014 nicht in Bewegung sind, die jetzt vorankommen, und neue Punkte wie das Screening-Verfahren, wo wir dafür sorgen werden, dass alle Menschen lückenlos an den europäischen Grenzen registriert werden. Wie die Asylverfahrensrichtlinie, wo wir klar machen, dass wir schnell zu Entscheidungen kommen wollen, vor allem bei den Menschen, wo ziemlich klar ist, sie stammen aus Ländern mit geringer Schutzquote und werden voraussichtlich keine gute Bleibeperspektive haben. Oder ein neuer Solidaritätsmechanismus, der eine sinnvolle Verteilung auf ganz Europa ermöglichen wird. Und so weiter und so weiter. Auch GEAS ist, wie das deutsche System, ein Gesamtkonzept, in dem sich die Dinge zueinander fügen, in dem Bände ineinander geflochten werden und am Ende ein Gesamtkonstrukt geben. Das ist wichtig. Das dauert Zeit. Es muss auch erst einmal wirken. Es gibt ja einen großen Nachholbedarf auf deutscher wie auf europäischer Ebene.
aber wir kommen hier Schritt für Schritt voran. Und deswegen ist es gut, dass jetzt in diesen Trilogverhandlungen diese 10, 11, 9 Rechtsakte hoffentlich am kommenden Montag zu einem Durchbruch geraten. Dann wird man sehen, wie viel in dem letzten Jahr in Deutschland und Europa geschehen ist. Das darf man nicht schlecht reden. Wir müssen die Chancen nutzen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest und auf Wiedersehen im neuen Jahr. Das Wort hat der Kollege Moritz Oppelt für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben jetzt Freitagnachmittag der letzten Sitzungswoche im Jahr 2023 und wieder einmal beschäftigen wir uns mit einem AfD-Antrag zur zugegebenermaßen verfehlten Migrationspolitik der Ampelregierung. Und mal an Ihre Adresse, als ich Ihren Antrag gelesen habe, ist mir schon aufgefallen, dass es da die ein oder andere Widersprüchlichkeit in Ihrer Migrationspolitik gibt, liebe AfD. Was wollen Sie denn jetzt eigentlich? Einerseits lassen Sie keine Gelegenheit aus, die Europäische Union und vor allem europäische Lösungen der Migrationspolitik zu diskreditieren und zu bekämpfen. Und andererseits fordern Sie jetzt die Bundesregierung auf, sich für eine wirksamere GEAS-Reform einzusetzen. Sie müssen sich schon für einen Lösungsweg irgendwie entscheiden. Machen Sie doch zur Abwechslung mal ehrliche Politik und sagen Sie, was Sie wirklich wollen. Deutsche Alleingänge, Isolation und ein schwaches Europa. Wir als CDU sind dagegen glasklar positioniert. Wir haben von Anfang an gesagt, dass das GEAS ein richtiger Schritt in die richtige Richtung ist. Wir sagen aber auch, dass die GEAS-Reform in dieser Form noch zu kurz greift. Wir haben deshalb von Anfang an schon konstruktive Vorschläge unterbreitet. Wir wollen eine europäische Lösung. Wir wollen einen effektiven europäischen Außengrenzschutz. Wir wollen ein starkes Europa in einem ein starkes Deutschland in einem geeinten Europa. Die Wahrheit ist aber auch, dass die GEAS-Reform keine kurzfristige Lösung ist für die Probleme in unserem Land und vor allen Dingen für die Probleme in unseren Kommunen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Ampel. Bereits am 10. Mai 2023 haben sich Olaf Scholz und die Ministerpräsidenten der Länder auf verschiedene Maßnahmen geeinigt, um Ordnung in ihre chaotisch-naive Migrationspolitik zu bekommen. Und bis heute haben sie einige Maßnahmen noch nicht umgesetzt. Und wir reden wohlgemerkt nicht von den Beschlüssen von der Ministerpräsidentenkonferenz vom 6. November diesen Jahres, sondern von den Beschlüssen der vorletzten MPK vom 10. Mai diesen Jahres. Sie haben also ein Dreivierteljahr lang es nicht geschafft, beispielsweise die Höchstdauer des Ausreisegewahrsams auf 28 Tage zu verlängern. Das ist doch das einfachste Gesetz, das man sich vorstellen kann. Sie müssten doch nur eine Zahl ändern. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Machen Sie das nächste Mal die MPK am 1. April, damit die Leute wissen, dass Ihre Beschlüsse ein Scherz sind. Was ist denn los mit dieser Ampelregierung? Statt über diesen AfD-Antrag sollten wir doch heute lieber über das Rückführungsverbesserungsgesetz sprechen. Liebe Frau Ministerin Faeser, jetzt ist sie nicht da. In Hessen klappt es doch auch, wenn Sie keine Lust mehr haben, liebe Ampelregierung. Und das kann ich nach dem Eiertanz um die letzten Wochen um den Haushalt wirklich nachvollziehen. Dann erfüllen Sie doch der großen Mehrheit in diesem Land einen Weihnachtswunsch. Machen Sie den Weg frei für Neuwahlen, damit dieses Land endlich wieder eine unionsgeführte Bundesregierung bekommt, die sich den Problemen noch wirklich stellt und sie dann auch löst. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und frohe Weihnachten. Das Wort hat die Kollegin Legina Bode für die SPD-Fraktion. In Überheblichkeit keine Grenzen kennen. Also, sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, haben wir wieder mal so einen typischen AfD-Schaufensterantrag, der selbstverständlich nicht im Interesse Deutschlands ist und der auch nicht, überhaupt nicht mit unseren europäischen Werten vereinbart ist. Die Frage, wie wir zukünftig mit Asyl und Migration umgehen werden und wollen, wird nächste Woche auf europäischer Ebene weiterverhandelt werden. Ziel ist und bleibt die Reform des gemeinsamen GEAS-Systems
und Asylsystems. Und der Schwerpunkt liegt eben auf gemeinsam, weil wir werden als Deutschland allein in dieser Frage nicht weiterkommen. Was diese Frage angeht, sitzt die EU in einem Boot. Und diese Erkenntnis ist ja seit ein paar Jahren jetzt auch gereift. Und es ist unserer Innenministerin zu verdanken, dass wir jetzt da diesen Durchbruch errungen haben und letztes Jahr im Juni der Beschluss zustande gekommen ist und jetzt auch mit den richtigen Maßnahmen weiterverhandelt wird. Und was unseren Bundeskanzler angeht, hat der liebe CDU/CSU ja auch sich ganz klar geäußert in dieser Frage, auch in seiner Regierungserklärung dazu noch mal Stellung genommen und eben auch noch mal ganz klar gemacht, dass das natürlich für uns eine hohe Priorität hat, dass wir da zu guten Ergebnissen kommen, vor allen Dingen auch zu einer engeren Zusammenarbeit mit den Herkunfts- und den Transitländern. Wir sind auf einem guten und richtigen Weg, das ist allen klar und bewusst. Und ja, da braucht die Bundesregierung keine Aufforderungen von der rechten Seite. Europa muss eben das Europa der offenen Grenzen bleiben, und hierzu gehören natürlich auch verlässliche Kontrollen der Außengrenzen, aber dazu gehört aber auch die Sicherstellung klarer und rechtssicherer Asylverfahren unter Wahrung der Menschenrechte. Mit GEAS werden wir das machen. Wir werden an den Außengrenzen Asylverfahren durchführen, die in Teilen natürlich auch betreffen werden Personen, die aus sicheren Herkunftsländern zu uns kommen und die eine geringe Chance auf einen Schutzstatus haben. Aber einer Sache muss ich widersprechen, entgegen Ihrer Forderung, dass die wollen wir eben Familien mit Kindern, genauso wie unbegleitete Kinder und Jugendliche, eben aus diesen Grenzverfahren herausnehmen. Da sind oft die Schwächsten höchst traumatisiert, und dafür werden wir uns mit Nachdruck einsetzen. Zumindest müssen diese Verfahren in irgendeiner Form priorisiert werden. Alle Asylverfahren bleiben rechtsstaatlich, das ist ganz klar. Zugang zum Recht muss weiter auch gewährleistet sein. Ich weiß gar nicht, wie Sie auf die Idee kommen, dass man da irgendwie Klagerechte ausschließen können sollte. Das ist in keinem Rechtssystem überhaupt denkbar. Der Solidaritätsmechanismus, den wir vereinbart haben, der ist vor allem wichtig, weil wir auch in den letzten Jahren ja auch gesehen haben, dass dieses Dublin-Verfahren auch nicht so wirklich funktioniert. Und mich hat das selber nie gewundert. Ich habe ja selber viele Jahre Asylverfahren bearbeitet. Und ich habe mich da auch immer gefragt, was ist das eigentlich für eine Regelung? Die muss selbstverständlich reformiert werden, weil natürlich die Zuständigkeit in Asylverfahren bei den Ländern, an den Anrainerländern liegt. Und ja, und wir können doch nicht einfach die ganze Verantwortung auf diese Länder schieben und uns dann da irgendwie aus der Affäre ziehen. Und das ist genau das, was Ihr Antrag eben auch macht mit den Einzelforderungen in dem Zusammenhang. Und Dublin ist ja meines Erachtens ja im Zusammenhang mit dem Solidaritätsmechanismus eigentlich dann auch ein Auslaufmodell. Gemeinsame Mindeststandards wollen wir natürlich auch regeln. Das ist auch immer im Rahmen der Asylverfahren ein Problem gewesen, dass wir in den EU-Staaten unterschiedliche Regelungen haben für Aufnahme, Unterbringung und Versorgung. Ganz wichtig bleibt aber weiterhin, dass wir Menschen, die vor Krieg und Terror flüchten, auch eben Schutz gewähren, wie wir das bei der Ukraine gemacht haben und wo wir auch gesehen haben, wie Europa sich solidarisch geeint hat und da auch schnell gehandelt hat. Wenn Sie von Obergrenzen sprechen, kann ich nur sagen, schauen Sie mal ins Grundgesetz rein. 16 AGG kennt keine Obergrenzen, und da steht überhaupt nicht zur Disposition, dass wir solche einführen, und die werden ganz sicher nicht kommen. Wir tragen auf unserer Geschichte nämlich eine ganz besondere Verantwortung, und wir bekennen uns ausdrücklich zur Genfer Flüchtlingskonvention. Was Ihr Wording Ihres Antrags angeht, ist das auch völlig daneben. Sie sprechen von Zustrom, von Massenzustrom nach Europa. Den gibt es ja gar nicht. Das ist ja da so ein Bild, was Sie da malen. Gucken Sie sich mal die Zahlen an. 6,6 Millionen Menschen leben außerhalb Europas in Flüchtlingslagern, 4,6 Millionen davon in Flüchtlingslagern vom UNHCR. Und die schaffen es gar nicht nach Europa, und die wollen das auch gar nicht. Die warten nämlich in den Nachbarländern darauf, dass sie vielleicht in ihre eigenen Länder zurückkehren können. Das mal dazu. Ja, jedes Land muss eben seinen Beitrag leisten in der EU, und darum geht es bei GEAS. Wir können die Verantwortung nicht auf ein Land abwälzen. Und ja, und das Wichtige ist, dass wir alle gemeinsamen Anstrengungen, was das GEAS angeht, eben auch gemeinsam abgehen und dass wir sie nicht so ad absurdum führen, wie Sie das mit Ihrem Antrag machen. Ja, das wollte ich auch noch gerne sagen. Schauen Sie mal in den Antrag rein. Sie nehmen ja Stellung zu Widerruf, Rücknahme und diese Regelüberprüfung. Da würde ich mal einen Blick ins Asylgesetz empfehlen. Das ist sowieso schon Rechtslage. Das machen alle Mitarbeiterinnen beim BAMF regelmäßig. Widerruf und Rücknahmegründe etc. prüfen. Nur wenn die Voraussetzungen nicht vorliegen, dann kann man eben auch nicht vollziehen, weil wir haben auch eine ganze Menge Regelungen im Zusammenhang mit Abschiebungshindernissen. Das können zielstaatsbezogene Abschiebungshindernisse sein, inlandsbezogene, aber auch faktische und tatsächliche.
Rechtliche. Da würde ich mich einfach mal mit der Rechtslage auseinandersetzen. Da können wir nicht einmal mit dem Wisch drüber gehen und denken, dass wir das auf europäischer Ebene jetzt irgendwie noch anders vereinbaren können. Kommt auch nicht in Frage. Und liebe Mitglieder und liebe Kolleginnen hier in diesem Haus, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe jetzt schon kurz überzogen. Wünsche Ihnen frohe Weihnachten. Und als Demokratinnen und Demokraten lehnen wir diesen Antrag natürlich ab. Vielen Dank. Und frohe Weihnachten. Das Wort hat die Kollegin Clara Bünger. Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die AfD hat hier wieder offen unter Beweis gestellt, dass sie die Menschenwürde ganz konkret infrage stellt mit ihrem Antrag. Die bittere Realität ist aber, dass die GEAS-Reform kommen wird, auch ohne das Zutun der AfD, und das individuelle Recht auf Asyl bis zur Unkenntlichkeit aushöhlen wird. Es drohen Grenzverfahren unter Haftbedingungen, massenhafte Abschiebungen in Länder, wo Asylsuchende Kettenabschiebungen drohen, und viele weitere Verschlechterungen für Schutzsuchende. Was die AfD fordert, ist übrigens längst Teil der Diskussionen auf EU-Ebene. Auch Familien werden in Haft kommen, unter anderem, weil die Bundesregierung das leider nicht verhindert hat. Und ich höre sehr gerne die Sonntagsreden von Grünen und SPD, aber ich wünsche mir, dass da aus realpolitisches Handeln folgt und nicht nur irgendwelche Videos auf TikTok. Denn es ist ganz einfach. Es ist ganz einfach. Solange es Krieg, Verfolgung und ungleiche Lebensumstände gibt, werden Menschen davor fliehen. Kein GEAS kann das verhindern. Schon jetzt erleben Flüchtende massive Rechtsbrüche an den EU-Außengrenzen. Statt diese in der GEAS-Reform noch zu zementieren, hätte sich die Bundesregierung hier klar auf die Seite der Schutzsuchenden stellen können. Das hat sie leider nicht getan. Das ist sehr schade, und wir werden das immer anprangern. Es ist aber insbesondere schlimm für die Betroffenen dieser Politik von SPD, Grüne und FDP. Vielen Dank. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat nun der Kollege Tobias B. Bacherle das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst muss ich einen Einschub mir erlauben, liebe Union. Ich habe wirklich eine Bitte. Wir sind ein Einwanderungsland in Deutschland. Wir müssen ein Einwanderungsland sein. Und ich würde mich extrem freuen, wenn Ihre Fraktion den Sprung aus den 90ern herausschafft. Überspringen Sie 30 Jahre, kommen Sie im 21. Jahrhundert an. Und dann freue ich mich tatsächlich auf die Zusammenarbeit. Es geht um das gemeinsame europäische Asylsystem. Es geht um einen solidarischen Verteilmechanismus dabei. Es geht darum, wie wir in Europa Menschen, die Schutz brauchen, diesen bieten. Jetzt haben Sie in Ihrem Antrag von der AfD-Fraktion geschrieben, das reduziert ja gar nicht die Zahlen der Menschen, die fliehen, sinngemäß. Da waren ja einige richtige Sherlocks bei Ihnen am Werk. Sie schreiben über das gemeinsame europäische Asylsystem und stellen fest, Menschen fliehen gar nicht, weil Europa über einen verbindlichen Solidaritätsmechanismus streitet. Nein, Menschen fliehen vor Krieg. Krieg, den Ihr Kumpel Putin ja immer wieder antreibt, anfängt oder anheizt. Oder Sie fliehen vor Verfolgung. Auch da ist Ihr Kreml-Buddy besonders gut dabei. Und ich hätte heute nicht ins Spiel gebracht, welche China-Connections Sie in letzter Zeit aufgebaut haben oder welche anderen autoritären Regime Sie so abfeiern. Aber dass Sie sich hier hinstellen, in diesem hohen demokratischen Haus, und den schlechter Assad in dieser Form kleinreden und verharmlosen, das ist ein Beweis dessen, welche autoritäre Agenda und welches Verbündete, dessen Geistesbruder Sie sind. Und das ist eine Schande. Es tut mir leid. Menschen fliehen aber auch, weil ihnen Existenzielles fehlt zum Überleben. Und dann schreiben Sie da mehr Fokus auf Problemlösung. Die Union, wenn ihr das wieder einfällt, spricht dann von Fluchtursachen bekämpfen. Das ist ein hehres Ziel. Aber es ist frustrierend,
wenn die Rednerin Ihrer Fraktion heute Morgen hier steht in der Haushaltsdebatte und sagt, sie möchte radikal einsparen, am besten alle Milliarden einsparen in der humanitären Hilfe bzw. in der Entwicklungszusammenarbeit. Sie erinnern sich nicht mal mehr ans Geschwätz von gestern. Nein, es muss nicht mal drüber geschlafen werden. Schon heute Morgen ist wieder der Schnee von gestern, was Sie hier jetzt vorbringen. Ein einziges Gutes hat dieser Antrag. Sie zeigen, welche Agenda Sie mitbringen wollen, was Ihre rechtspopulistischen, rechtsextremen Lookalikes in der Europäischen Union mit an den Verhandlungstisch gebracht haben. Es wurde gesagt, auch Kinder möchten Sie gerne einsperren. Ja, es wurde auch gesagt, glaube ich, dass Sie es fordern, dass das Klagerecht eingeschränkt wird. Klar, Rechtsstaat nach Ihren Gedünken nur noch dann und wann, wenn es Ihnen passt. Und auch wenn es in UK inzwischen schon abgeschmettert wurde, wollen Sie doch mal gucken, ob das Ruanda-Modell in Europa überhaupt verfassungskonform bzw. europarechtskonform ist. Ich bin mir sicher, das ist es nicht. Ich glaube, Sie zeigen mit diesem Antrag, dass Sie es mit der Würde des Menschen, die unantastbar ist, die für alle Menschen unantastbar ist, wirklich nicht so genau nehmen und damit mit dem Fundament, auf dem die freiheitlich-demokratische Grundordnung aufgebaut ist, auch nicht so genau nehmen. Sie zeigen, wie wichtig es ist, dass wir in Europa eine Stimme haben, die für ein gemeinsames, solidarisches, humanitäres, europäisches Asylsystem streitet. Sie zeigen, wie wichtig es ist, dass diese Bundesregierung, dass Annalena Baerbock mitverhandelt. Vielen Dank. Das Wort hat die Kollegin Mechthilde Wittmann für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! In der Tat ist die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems für uns einer der zentralen Bausteine in der Asylpolitik, denn die Flucht, die zu uns in unserem Kontinent stattfindet, findet an den Außengrenzen Europas ihren Einlass nach Europa. Und deswegen ist es für die CDU-CSU ganz wichtig, dass diese europäische Asylpolitik eine gemeinsame Asylpolitik ist, die Humanität und Ordnung als Überschrift hat. Und deswegen stehen wir zum GEAS, und zwar in all seinen Teilrechtsakten. Und da ist ein erster Punkt festzuhalten, der im GEAS betont wird, aber der eigentlich schon längst Standard ist, nämlich das sogenannte Dublin-Verfahren, das aber jetzt gezeigt hat, dass die europäische Solidarität ausgereizt ist. Wir brauchen dennoch gemeinsam in Europa ein Asylmanagement. Wir brauchen zusätzlich einen Krisenmechanismus, wie wir in den letzten beiden Jahren gesehen haben. Natürlich die solidarische Verteilung von Schutzsuchenden. Und das beginnt mit einem wirksamen und schnellen Asylverfahren an den Außengrenzen, sodass die Europäische Union gar nicht erst Einlass bieten kann denen, die zu Unrecht in diese Länder einreisen wollen. Diese schnellen Asylverfahren müssen ergänzt werden durch konsequenten und auch unerbittlichen Außengrenzschutz. Und wenn es etwas gibt, was unsere europäischen Nachbarn zur Bedingung machen, um mit uns in so ein System einzutreten, dann ist es, dass wir endlich Schluss machen mit der Vielzahl völlig überbordender sozialer Anreize, die wir in diesem Land bieten und die die Solidarität der europäischen Nachbarn endgültig aufgezehrt hat. Es gibt nur einen wirksamen Schutz vor dem Sterben in der Sahara und im Mittelmeer. Und das ist ausdrücklich und unübersehbar dafür zu sorgen, dass Menschen, die keinen tatsächlichen Schutzgrund haben, und Schutzgrund ist es eben nicht der Wunsch auf ein besseres Leben, das ist kein Grund, Asyl bei uns zu beantragen, dass diese Menschen sich gar nicht erst auf den Weg machen. Und deswegen macht sich jeder mitschuldig, persönlich mitschuldig, der dieses mitbefördert. Und dann lassen Sie mich doch einmal auf die Innenministerin kommen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD. Sie haben im Innenausschuss im Frühjahr 2022 gesagt, die Bundesinnenministerin hätte in nur 6 Wochen erfolgreich auf europäischer Ebene sämtliche Asylprobleme in den Griff bekommen. Das absolute Gegenteil ist der Fall. GEAS wurde von der Innenministerin blockiert, wurde aufgehalten, konnte nicht verabschiedet werden. Sie haben sich, wie bei allem, was ist ja nichts Neues mehr, darüber gestritten. Ich glaube, Sie sind alle froh, wenn Sie endlich nach Hause kommen, weil so viel Ehestreit gibt es ja gar nicht, dass man das noch aufhalten kann. Sie haben Anreize gesetzt, die in nur 2 Jahren zu einer Verdoppelung der Zahlen in Deutschland geführt haben. Und Sie haben vor allen Dingen eines getan. Sie haben alles dafür getan, dass eingezahlt wird auf diesem Konto, weil Sie selbst Angst haben vor Ihren immer weiter schwindenden Prozenten, mit denen Sie keinen Wahlkampf mehr beginnen können. Es ist endlich notwendig, dass wir das gemeinsame Asylsystem bekommen, bevor alle Länder um uns herum mit ihrer harten Gangart nicht mehr enden können. Und dennoch wünsche ich Ihnen auch bei dem schwierigen Thema schöne Feiertage und Glück und Erfolg im neuen Jahr. Ich schließe die Aussprache.
Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlage auf Drucksache 9743 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Ich rufe auf die Zusatzpunkte 7 und 8.